Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Das ist der Ramses, das ist der Apfelwein und das ist der Filippo. Ihr kennt ihn doch alle vom Lavados-Video. Hello darkness, my old friend. Er ist euch in Erinnerung geblieben. Und wir sitzen jetzt hier am Strich, wie man unschwer erkennt. Hier die Bänke und alles, richtig toll. Wenn man so guckt, sieht man auch, da steppt der Bär, überall das Leben. So, wir wollen nämlich eine kleine Tausch-Session machen. Ein bisschen Alola-Pokémon tauschen, in der Hoffnung, dass da ein paar lucky werden. Vielleicht noch einen Spezialtausch mit einbauen, ganz heimlich, still und leise. Und mal sehen, ob wir erfolgreich sind oder nicht. Wir schneiden das ein bisschen zahm, aber ihr seht, wir sind hier am Start, ne? Wir sehen uns später. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Mach mal kurz den Mund auf. Oh. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Du musst nur kurz schütteln. Und da ist das erste Glücks-Pokémon entstanden und auch noch das seltenste von allen. Er hatte nämlich genau nur ein Vulpix, was wir tauschen können, weil er nicht so viele davon bekommen hat. Und es ist ein Glücks-Pokémon geworden. 440 bei mir und deins hat? 431. 431. Jetzt habe ich mir den 100er Wert nicht gemerkt, aber scheißegal. Ein Glücks-Pokémon und auch noch ein seltenes. Also hat sich doch schon mal gelohnt. Wir dachten jetzt schon, es ist ein 100er. Nein, es ist keins, aber es ist ein 98er. Das ist natürlich noch besser, weil die Werte sind ja jetzt sowieso besser als sonst. Deswegen, wenn ihr bisher getauscht habt, ihr werdet alles bereuen. Aber wenn ihr jetzt Glücks-Pokémons bekommt, das haut richtig rein, wie man sieht. Ein 98er. Richtig cool, richtig selten. Und es war nur einmal da die Chance, weil er nur eins hatte. Boom! Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Mach mal kurz den Mund auf. Oh. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Du musst nur kurz schütteln. Und da ist es, das zweite Glücks-Pogi. Diesmal ein Mauzi mit 379 und 375. 375. Ich habe sogar schon einen 100er Alola Mauzi mal gehabt. Jetzt weiß ich den Wert gerade wieder nicht, aber bester Satz, KP, Angriff wirklich hoch. Geht natürlich besser, aber neuer Glücks-Pokédex-Eintrag. Denn wir wollen ja alle Viecher als Glückliche haben. Ich zumindest, bei ihm weiß ich es nicht so gut. Erstmal, dann probier ich. Genau. Wenn ich fertig bin, macht er dann weiter. So ist das. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Mach mal kurz den Mund auf. Oh. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Du musst nur kurz schütteln. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Ja. Bock auf Bio-Joghurt? Mach mal kurz den Mund auf. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir sind total kaputt. Wir kommen nackt in dein Haus, schieben dir Möhren in den Mund. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Ja. Bock auf Milchshake? Du musst nur kurz schütteln. Und es ist wieder passiert, die Nummer 3 ist am Start. Diesmal mit einem Knogger. 1184 und 1188. 1188, 1188. Das ist doch eine coole Zahl, egal ob es stark ist oder nicht. Und das ist das dritte in der Reihe. Vielleicht geht es noch weiter. Mal gucken, wir sind noch nicht am Ende. Bis jetzt aber schon sehr erfolgreich. Und alle deine Freunde, Freunde drehen dir den Rücken zu und das freut mich. Und selbst deine Familie zeigt's dir deutlich, deutlich. Vielleicht bist du bedrohlich, aber heute nicht. Wir sind Cheater, okay, ich hab es jetzt offiziell bestätigt. Wir haben Schutz, Bro, guck doch, probier's. Du scheint das kläglich, ja, du schießt mit dicken Punches. Vergeblich, alles prallt vor uns ab, weil der fette Bock von Ramses im Weg ist.